Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kollegen, ich möchte auch noch kurz das Umfeld in dem privaten Bereich beleuchten, das die Gemnova betroffen hat. Die Erfindung oder die Idee der Gemnova mag ja vielleicht einmal richtig gewesen sein, aber dass sie sich immer weiter auf private Bereiche ausgebreitet hat, das geht einfach gar nicht. Ich möchte Ihnen da ein Beispiel nennen, was den Planungsbereich und meinen Architekturbereich betrifft. Eine kleine Gemeinde möchte gerne eine Schule neu bauen, hat einen Architekten, mit dem sie schon einiges gemacht hat, an der Hand. Der macht einen Entwurf, es geht dann weiter. Nein, der Schulneubau ist zu teuer, sie bauen die alte Schule um. Dann gibt es den Architekten und es gibt ein Bauleitungsbüro und plötzlich kommt die Gemnova und bietet dem Bürgermeister eine Projektsteuerung an. Hat es bis jetzt eigentlich noch nicht gebraucht, jetzt übernimmt die Gemnova genau solche Aufgabenbereiche. Ich sage Ihnen, wie es am Schluss ausgegangen ist. Am Schluss hat die Gemnova mehr Honorar gekriegt als der Architekt. Und der Architekt ist auf seine ganzen Vorleistungen sitzen geblieben und hat das alles nicht bezahlt bekommen. Also die Gemnova hat sich da in einen privaten Bereich vorgedrängt, den es davor eigentlich nie gebraucht hat. Man hat einen Apparat aufgebläht und muss jetzt rechtfertigen, was man mit den vielen Mitarbeitern machen. Wenn der Kollege Riedl sagt, das sind alles ganz tolle Diplom-Ingenieure, die würden sofort am privaten Markt wieder Arbeit finden. Ja, genau richtig, weil von dort haben sie sie nämlich auch. Die hat man nämlich den privaten Büros entzogen. Es gibt genug Planungsbüros, Baubüros, die diese Aufgabe übernommen haben. Und ich mache mir auch keine Sorgen um denen, die finden wirklich wieder eine Aufgabe. Aber je weiter diese Gemnova fortgeschritten ist und hätte man sie noch weiter wirken lassen, desto mehr hätten sie am privaten Arbeitsmarkt und am privaten Firmenbereich Arbeitskräfte abbezogen und Leistungen abbezogen. Und wenn der Kollege Jakob Wolf sagt, ja, man hat das gemacht, um bessere Preise zu bekommen und um Tiroler Firmen zu engagieren, dann muss ich sagen, aber in dem Bereich hat man den Tiroler Firmen Konkurrenz gemacht, genau den kleinen Baubüros und auch den Architekturbüros. Das kann es also nicht sein. Und dieser aufgeblähte Apparat, der sollte jetzt erhalten werden. Also in diesem Bereich hat man die Gemnova davor nicht gebraucht. Und man wird sie auch in Zukunft nicht brauchen. Und darum kann ich mir die Sanierung nicht vorstellen. Ich kann zu dem Bereich Bildungspool kann jetzt nichts sagen. Es betrifft nur meinen Baubereich. Die Tiroler Unternehmen sollen nicht Konkurrenz kriegen von einem Unternehmen, das öffentlich finanziert wird, das unterpreisig hineingeht, wie die Kollegin Planich gesagt hat. Das geht so weit, dass Angebote von den Privaten eingeholt wurden und man hat dann einfach unter diesem Preis angeboten. Das ist das Unanständigste, was es gibt in der Baubranche, sich Angebote einholen und nachher die weitergeben im nächsten und dann unter diesen Preisen anzubieten. Und dann muss ich schon noch auch sagen, wir sind alle für unsere kleinen Büros haftbar, ob als Einzelunternehmer, Geschäftsführer und so weiter. Bei einer Gage, die der Geschäftsführer Ratsgeld bekommen hat, muss ich einfach sagen, warum kriege ich denn so viel? Ja genau, Risiko und Haftung. Für das wird man einfach gut bezahlt. Und für das muss man dann eben auch haften. Und eine Geschäftsführerhaftung schaut eben so aus. Und da fordere ich sehr wohl diese Verantwortung ein. Und da sind die Gemeinden, die hinten nachstehen, ja eher die Leidtragenden eigentlich. Es gibt eine Gesellschaft, die hat eindeutige Verantwortungsbereiche. Und darum sagen wir auch in diesem Bereich, darum haben wir ja beim letzten Bereich zu Mat 3 zugestimmt. Wir stehen, Herr Jakob Wolf, wir stehen zu den Gemeinden, wir stehen zu den Tiroler Gemeinden, aber wir stehen nicht zur Gemnova. Danke.